Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Crusader Kings 3 als Herzog von Bayern. Herzog Alexander von Bayern, letzte Runde hat es endlich geklappt. Sehr schön und wir gucken mal, was hier weiter passiert. An den bescheidenen Alexander, danke für eure schöne Antwort. Ach, das war dieser Briefwechsel mit dem Konrad von Lausitz. Die eigenen Eigenheiten der Reichsverwaltung sind höchst faszinierend, kein direkter Effekt. Bitte erzähl mir doch von den Fechtübungen. Kein Effekt. Ich werde als Geschenk ein Zeichen meiner Wertschätzung schicken. Nö. Dann sprechen wir doch über die Eigenheiten der Reichsverwaltung und haben da keinen Effekt. Jetzt müssen wir aber erstmal uns wieder ein bisschen neu sortieren und neu aufstellen. Viele neue Vasallen habe ich natürlich nicht dazu bekommen. Neu dazu bekommen ist natürlich ein Vasall und zwar der Graf Otto. In dem Fall nicht mehr der dritte, sondern bloß noch Graf Otto von Regensburg. Ja, sehr missmutiges Gesicht, kann ich mir vorstellen. Werfen wir mal einen Blick auf unsere Vasallen. Die Bürgermeisterin Heilig, die schaut immer, so, immer noch so grantig, die gute Frau. Was ist denn mit der los? Hinterlistig, religiöser Eiferer, stur. Unzüchtig ist sie auch noch. Vielleicht sollte ich sie doch einkerkern. Ich kann sie immer noch rechtmäßig einkerkern. Graf Otto von Regensburg, eine Meinung von minus 6. Dann würde ich fast mal sagen, wir werden den... Ah, kann ich nicht beeinflussen, weil er ein Kind ist. Wieder was gelernt. Lehnsautorität haben wir schon auf 2 erhöht, das ist gut. Oh, ich habe die. Muss die Pause reinmachen. Unser Briefwechsel wieder. Es freute mich zu sehen, wie sehr euch eure Leidenschaften am Herz liegen. Euer letzter Brief beweist auch, wie gewandert ihr in ihnen seid. Da ihr mir mit einem solchen Gefallen erwiesen habt, möchte ich meinerseits fragen, ob ich etwas für euch tun kann. Ich möchte nur, dass wir uns weiter Briefe schreiben. Was haben wir da? Ich mache mal Pause. 46%ige Wahrscheinlichkeit auf 300 Diplomatie-Lebenswandelpunkte. 53 auf 100, okay. Handelsabkommen, was wird uns das bringen? Besitz zum Steuern plus 5. Ja, jetzt, da ich euren Rededrang nachkommen ließ. Schwaches Druckmittel gegen Herzog Konrad. Wisst ihr was? Ein Handelsabkommen. Finde ich eigentlich ganz verlockend. Und ich muss jetzt trotzdem mal gucken. Ich würde natürlich gerne, was habe ich denn für Ansprüche? Ich kann noch 3 Besitztümer aufnehmen. 9 insgesamt, das ist ziemlich massig. Wir haben noch Ansprüche auf Falkenstein und auf Alpsee. Beide verlockend. Wisst ihr was? Ich werde mir wahrscheinlich zuerst Alpsee schnappen. Falkenstein ist eh schon in meinem Reich mit drin. Was haben wir denn hier für einen Krieg? Ist unabhängig, oder? Verbindet mit Graf Otto von Brixen. Ah, das passt. Wir holen uns erstmal Alpsee, denn das gehört die Jure zum Herzogtum Schwaben oder Augsburg. Was haben wir denn da? Wie heißt es? Grafschaft Augsburg. Herzogtum von Augsburg. Okay. Dann haben wir da aber schon mal einen Fuß in der Tür. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Und dann machen wir das nämlich gleich direkt. Wir erklären den Krieg. Ihr könnt euch die Kosten dieses Krieges nicht leisten, weshalb ihr folgenden Effekt erleidet. Kosten, ach, 100. Okay. Ja, dann müssen wir mal ein bisschen Geld sammeln. Ah ja, der ist doch nicht unabhängig, der gehört zum Herzog Siegfried von Augsburg. Ist aber auch tatsächlich eher ziemlich schwach, der Herzog hier. Ratseinladung von unserem Kaiser, Kaiser Heinrich IV. Ihr habt euch als treuen Ergeben erwiesen und für diese Dienste möchte ich euch belohnen. Als Anerkennung biete ich euch hiermit den Posten als Ratskanzler des Heiligen Römischen Reichs an. Ja, das nehmen wir an. Das hat auch positive Effekte, wir können uns das mal angucken. Und zwar sind wir jetzt Ratskanzler. Wir bekommen 3 Prestige pro Monat. Meinung anderer Vasallen ist plus 20. Und wir bekommen im 20% mehr monatliche Diplomatie-Lebenswandelerfahrung. Sehr schön, können wir mitnehmen. Dann würde ich sagen, werden wir uns jetzt vielleicht kriegerisch doch nicht ausbreiten. Was ich aber vielleicht machen sollte, Anspruch auf Alpsee, Falkenstein. Ich brauche Regensburg. Und zwar brauche nicht, aber ich würde Regensburg gern haben. Was passiert jetzt? Als Herzog schulden mir meine Vasalle die Treue. Mein Wort ist Gesetz, aber was ist Gehorsam wert ohne Hingabe? In Krisenzeiten können langsame Reaktionen oder halbherzige Mühen zu einer Katastrophe führen. Kann ich mir ein solches Risiko leisten? Sagt der Kaiser Heinrich IV. Ich werde mir ihre bedingungslose Treue sichern. Wir halten 10 Jahre lang großzügiger Lehensherr. Angst ist ein deutlich effektiveres Werkzeug. Ach nee, wer spricht denn da mit wem? Wir halten 20 Schrecken.
Bürgermeister Helika, da ist also irgendwas passiert. Ich hätte die einkerkern sollen. Es gibt wichtigere Menschen, die ich beeindrucken muss. Kaiser Heinrich gewinnt 20 Meinungen von uns. Er hat aber eh schon eine extrem gute Meinung von uns. Wir sichern uns mal die bedingungslose Treue. Genau, also, was möchte ich mit Regensburg? Wir sehen hier, Regensburg ist de jure Teil vom Herzogtum von Bayern. Und wenn ich hier in Bayern gucke, ist der de jure Hauptsitz, also der angedachte, angestammte Hauptsitz, ist die Grafschaft von Regensburg. Und dementsprechend würde ich eigentlich ganz gerne auch meine Grafschaft nach Regensburg verlegen. Weil ich muss mal gucken, habe ich denn eigentlich schon irgendwo eine etwas stärkere Burg? Nee, gell? Nee, also Regensburg hätte ich schon ganz gerne als Hauptsitz. Drum. Drum vergeben wir dann Anspruch. Dann haben wir den auch schon mal in der Tasche. Und ganz nebenbei sollte ich jetzt auf alle Fälle nochmal gucken, wie es denn um meine Vasallen bestellt ist. Der Graf Otto ist jetzt eh. Achso, durch dieses großzügige Lehnsherr habe ich plus 15 erhalten. Das ist gut. Haben wir noch jemand im Gefängnis? Weichert von Nordheim. Der gehört zur Familie vom Otto. Elisabeth wird erwachsen. Ich bin stolz darauf, genau, meine Tochter ist erwachsen geworden. Die ist ja bereits verlobt mit dem Lambert de Vassy. Ja. Dann werden die jetzt sicherlich bald heiraten können. Hier. Heirat arrangieren, warte, Moment. Wird nicht annehmen. Wieso wird er das nicht annehmen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich lasse das mal stehen. Ach so, die haben schon geheiratet. Deswegen kann er es nicht annehmen, weil die schon geheiratet haben. Macht natürlich Sinn. Wir können Kriege erklären. König Salomon von Ungarn könnten wir einen Krieg erklären. Exkommunikationskrieg gegen König Salomon. Okay, der wurde exkommuniziert. Ist er mir vorbeigegangen, da war ich wahrscheinlich gerade selber in Kriegen. Herzog Siegfried von Augsburg. Grafschaft von Alpsee. Sitzt er da selber im Alpsee? Ist das seine eigene Domäne? Graf Albrecht von Alpsee. Könnte aber auch direkt den Herzog Siegfried angreifen. Da weiß ich tatsächlich gar nicht, was da besser ist. Wahrscheinlich ist es wurscht, oder? Und ich habe vor allem eine wichtige Sache verpasst und das sehen wir jetzt hier. Aufgrund der Gesetze des Reiches kann ich diesen Krieg nicht ohne ein Druckmittel gegen meinen Lehnsherr erklären. Das heißt, unser Lehnsherr, ich mache mal die Pause, unser Lehnsherr, der Kaiser Heinrich IV., ich weiß jetzt leider nicht, wo man es sehen kann, ist auf alle Fälle von der Lehnsgesetzgebung her so, dass wir nicht mehr so viel Autorität haben und nicht mehr alles machen können, was wir machen wollen. Das meinte ich vorhin, dass man sich ein bisschen beeilen muss. Ich brauche jetzt quasi die Erlaubnis, hier Alpsee einnehmen zu dürfen. Betrifft das Ganze dann hier auch andere Ansprüche, die ich habe? Wahrscheinlich ja, gell? Schauen wir nochmal. Machen wir mal die Pause auf. Grafschaft von Falkenstein. Ah, mit dem haben wir wahrscheinlich noch Friedens... Nee. Kann ich keinen Krieg erklären. Titel aberkennen, dann hätten wir Tyrannei. Wird schwierig, da habe ich noch kein Mittel. Den müsste ich quasi den Titel aberkennen, dann wäre ich aber Tyrann. Wir können mal gucken, das werden wir schon irgendwie erledigen. Dann bleiben wir jetzt erstmal dabei, dass München, da ist es, hohe Lehnsautorität, da haben wir es. Hohe Lehnsautorität, direkte Vasallmeinung, minus 10%, Vasallenaufgebote. Herrscher können zwischen allen verfügbaren Nachfolgerrechten. Vasallen können keinen Krieg gegen andere Vasallen führen, es sei denn, sie setzen ein Druckmittel gegen ihren Lehnsherrn ein. Das heißt, ich bräuchte ein Druckmittel gegen den Kaiser Heinrich IV. Titel von Vasallen können nicht an Charaktere vererbt werden, die nicht aus dem Reich stammen.
gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich relativ bald eine Fraktion geben wird. Also Leute, die das nicht möchten. Ah, wir haben ja schon eine Freiheitsfraktion. Wen haben wir denn da? Können wir mal gucken. Graf Arthur von Leiden. 1100 Mann. Schauen wir mal. Hier unten. Dann den Herzog Konrad von Lausitz. Und den Herzog Gebhard von Schwaben. Die hätten gerne eine Freiheitsfraktion. Das würde bedeuten, dass die Lehnsautorität sinkt. Das heißt, wir hätten wieder mehr Freiheiten, also wir niederen Lehnsherren, hätten wieder mehr Freiheiten im Heiligen Römischen Reich zu machen, was wir wollen, so wie vorher. Ich kann natürlich mir gut vorstellen, dass der Kaiser da etwas dagegen hat, dass hier so wilde Grafen, beziehungsweise jetzt Herzöge wie ich, hier marodierend durch die Lande ziehen und andere Grafen überfallen. Das ist demnach momentan nicht möglich. Was es natürlich schwierig macht, ich bräuchte ein Druckmittel gegen, wisst ihr was, wir schicken unseren, wo sitzt denn der Kaiser gerade? Hier. Wir schicken unseren Spitzel dahin. Ob das wirklich funktioniert, weiß ich tatsächlich nicht. Der ist ja relativ gut. Geheimnisse aufspüren hier am Hof. Mit etwas Glück finden wir irgendwas raus. Ob das so spielmechanisch auch wirklich so drin ist, ich gebe es zu, ich weiß es nicht. Aber das wäre etwas, was ich will. Wenn ich ein Druckmittel gegen meinen Kaiser haben möchte, brauche ich jemanden am Hof, der eventuell was findet. Jedenfalls würde ich mir das so zusammenreimen. Durchdachte Diplomatie. Mein Ratskanzler Gerold hat hart daran gearbeitet, benachbarte Reiche und Vasallen davon zu überzeugen, dass der Friedensvertrag, den ich mit Graf Otto von Regensburg eingegangen bin, fehlerhaft, illegitim und ungerecht mir gegenüber ist. Ich kann ihm wieder nach Belieben den Krieg erklären. Ja, wahrscheinlich kann ich es aber trotzdem nicht. Denn die Lehnsautorität... Uta ist wieder schwanger, sehr gut. Vielleicht wird es noch mal was. Ich würde mir tatsächlich jetzt einen weiblichen Nachfahren noch wünschen. Einfach aus dem Grund, um ein neues Bündnis einzugehen. Jetzt schauen wir mal, ob das geht. Nee, genau. Ich kann nicht. Ich könnte im Titel aberkennen. Aber vielleicht kann ich den jetzt aberkennen. Nee, ist Tyrannei. Grafschaft von Falkenstein, den können wir aberkennen ohne Tyrann, das ist gut. Ingolstadt nicht. Könnte annehmen, 7%. Wir erkennen jetzt mal den Titel ab, mal schauen, was passiert. Wir haben also da einen rechtmäßigen Anspruch drauf, da kann der Kaiser wohl auch nichts dazu sagen. Ja, Wöller Krieg. So, jetzt haben wir hier einen Aufstand. Das kann sogar bedeuten, dass wir eventuell Glück haben, den einkerkern können. Ich bin mir so nicht genau sicher, wie es funktioniert, aber wenn ich jetzt Herzog wäre und jemand verweigert mir seine Gefolgschaft, vielleicht habe ich einen legitimen Grund, den einzukerkern, einen Titel abzuerkennen. Können wir mal schauen. 2000 Mann hat er immerhin noch. Wir werden uns jetzt trotzdem noch einen Verbündeten dazu rufen, und zwar... Zumindest die Mathilda, die hat uns jetzt schon treue Dienste erwiesen. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, mein Prestige ist echt sehr, sehr gering, was auch daran liegt, dass ich ständig hier Verbündete mit in die Kriege reinziehe. Schauen wir mal. Wie lange brauchen die Truppen hier? Diesmal schicken sie nur eine Armee, reicht aber auch. Die sammeln sich noch. Jetzt sind sie unterwegs. 6 Monate. Im Februar 1091 sind die da. Solange lasse ich hier den Otto noch machen, was er will. Oh, Hildegard ist verstorben. Wir müssen auch jetzt dringend mal... Wisst ihr was, das mache ich jetzt zuerst, bevor ich es vergesse. Eine Jagd veranstalten. Damit wir ein bisschen Anspannung verlieren. Und dann... müssen wir uns einen Arzt suchen. Eine Jagd während des Krieges. Naja, so verkehrt ist es nicht. Jetzt wird wahrscheinlich gleich Passau belagert werden. Wann kommen die im Februar? Dann belagern wir jetzt doch einfach Falkenstein. Um die Provinz geht es ja auch, oder um die Grafschaft. Wie lange braucht ihr hier in Passau? 8 Monate. Schauen wir gleich mal. Diese Welt ist voller Gefahren, selbst für einen Herzog und seinen Hof. Wie von mir erbeten, haben sich meine Dienstboten nach Empfehlungen umgehört und haben sie mir ein paar Möglichkeiten zur Auswahl vorbereitet.
Barbara, Arzt. Was haben wir hier? Attila. Kein Arzt. Die ist zwar nicht besonders gebildet, Bildung ist ein wichtiger Wert für Ärzte, aber durch den Arzt, wie jetzt, haben wir einen mittleren Krankheitswiderstandsbonus. Schauen wir doch mal, was die kostet. Ich habe es nicht gesehen, aber offensichtlich um die 60. Na gut, ich habe den Preis nicht gesehen. War teuer. Jagd, der abtrünnige Erbe. Mein Sohn Ludwig ritt vor, um unsere Beute zu verfolgen. Ich muss jetzt direkt mal gucken. Ja, unser Ludwig ist unser erster Sohn. Ja. Um unsere Beute zu verfolgen, ich folge ihm und als ich ihn erreiche, zieht er gerade einen Pfeil aus einem zu Boden gegangenen Bauern. Oje. Als er mich sieht, versteckt er den Pfeil hinter den Brücken. Das war das Tier, Vater, wirklich. Sind gefährlich. Bald wird der Rest der Gruppe uns erreichen und eine Erklärung verlangen. Was sagen wir? Ludwig hat tapfer gekämpft, um den Bauern zu retten. Ich habe es gesehen. 73er Chance, dass wir es schaffen und Vorteile haben, beschützte Bauern, Meinungen und 26%ige Chance, dass mir die Leute die Lüge nicht abkaufen. Und die Bürgermeisterin Helika deckt das Geheimnis Mord von Ludwig Beck auf. Von Ludwig von Beck auf. Was ich jetzt als erstes mache ist... Wo ist sie? Wo ist die Helika? Wo ist dieses... Die ist nicht mehr bei mir im Hof. Naja, zu Recht, die wird schon wissen, warum. Wir müssen das vertuschen. 60% Leiche wird entdeckt. Die Urso deckt das Geheimnis auf, da haben wir eine 40%ige Wahrscheinlichkeit. Oje. Ludwig muss sich für seine Verbrechen verantworten. Wir decken das Mordgeheimnis auf. Ein Jammer, dass das Tier euch beide getötet hat. Nee, steht alles nicht zur Debatte. Wir versuchen, unseren Sohn natürlich rauszuhauen. Das ist unser Thronfolger. Ist natürlich schon krass, dass er hier die Bäuerin, die Anna... Naja, wir probieren es mal. Die Leute kaufen mir die Lüge nicht ab. Alle Teilnehmer der Jagd verloren 15 Meinungen von uns. Und Ismail Basri hat das Geheimnis Mord von Ludwig von Beck aufgedeckt. Und unser Kaiser meldet sich, er hatte gehofft, dass es nicht so weit kommen würde, doch ich habe keine andere Wahl. Ich muss meine Berufung als Ratskanzler vom Heiligen Römischen Reich mit sofortiger Wirkung zurückweisen. Wie kann er es wagen? Ja, das frage ich mich auch. Gut. Was bedeutet das jetzt eigentlich für unseren Thronfolger? Hattet ihr euch jetzt irgendwelche... Rückkehr aus der Wildnis. Die Jagd nähert sich ihrem Ende. Wir sitzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns, während die Diener unsere große Beute und anderweitig erlegtes Wild für die Rückreise vorbereiten. Alles, das schief gehen konnte, ging gefühlt auch schief, doch es gab auch Silberstreifen am Horizont. Naja, welcher denn wohl? So, mein Sohn hatte sich hier so quasi einen Mord an der Hacke. Ich würde mir da gerne selber Anmerkungen dazu schreiben. Getötet während einer Jagd. Na, ganz toll. Aber wie ist denn das eigentlich mit diesem Ismail? Wo ist denn der? Ismail Basri. Ich empfinde ihn ja als sehr undankbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Der kam vor 20 Jahren zu mir in den Hof. Mehr oder weniger als Flüchtling, hat Unterschlupf gesucht. Und jetzt... Kann ich den irgendwie einkerkern? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist ein Akt der Tyrannei, durch den alle Untertanen 5 Meinungen verlieren. Das ist mir jetzt egal. Der hat meinen Sohn verraten. Ich weiß, es war Mord, aber es geht ja trotzdem um den Sohn eines Königs, eines Herzogs. Okay, freudscher Versprecher, aber man sieht schon, meine Ambitionen sind groß. Viele 10 Jahre 30 Meinungen von euch. Die gesamte Familie von Ismail Basri, das ist mir jetzt wurscht. Habe ich ein Druckmittel? Nee. Könnte gelingen. Ich kerke ihn ein. Ist mir ein Rätsel, wie er es wagen kann, die Geschichte des Mordes zu erzählen. Ismail konnte sich der Verhaftung entziehen und ist aufs Land geflohen. Verräter. Ja, sehe ich auch so. Immerhin ist er weg. Schauen wir mal ein bisschen an unseren Hof. Haben wir irgendwelche Gäste, die interessant werden für uns? Anno. Nee, Ränke Spiel 12. Leider keine interessanten Gäste hier.
Und wir haben noch den Weichert von Nordheim. Den könnte man jetzt langsam mal entlassen. Für 25 Gold. Ja, finde ich gut. Und Arnold von Wittelsbach. Den möchte ich einfach loshaben. Der kostet nicht so viel. So, wie sieht es da mit dem Krieg aus? 6 Monate braucht der in Passau noch. Der Otto. Und wir brauchen 5 Monate in Falkenstein. Die Frage, wo unsere Verbündeten sind. Alle kommen so langsam. Sobald die erste Armee von Florenz da ist, werde ich hier Belagerer zurücklassen und Richtung Passau ziehen. Wir werden dafür, ich würde mal schätzen, 15, 16 Tage brauchen. Das heißt, da können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen. Und ich muss jetzt dann auch langsam anfangen, meine Grafschaften langsam mal zu verbessern. Denn die sind alle noch sehr rudimentär. Sobald die Truppen von Matilda von Toskana. Spionage, Bastard. Bei der Erfüllung seiner Pflichten als Ratsspitzel ist Hereswind auf ein Geheimnis gestoßen, dass meine Vasallin Bürgermeisterin Helika hat. Die ist doch noch da. Bertha ist in Wahrheit der Bastard von Bürgermeistern. Wer ist denn Bertha? Muss man mal gucken. Tochter von Bürgermeisterin Helika. Der Bastard von Fürth Erzbischof Gebhardt. Ja, das ist gut, von Salzburg. Da haben wir doch eh noch einiges vor da unten. Das betrachte ich ja eh schon, zumindest als für meine Dynastie hier, als Bereiche, die wir zu erobern hätten. Jetzt müssten wir, glaube ich, wir haben ein Geheimnis gegen ihn. Das heißt, wir haben ein Druckmittel gegen den Fürzerzbischof Gebhardt. Geheimnis aufdecken. Erpressen. Ich mach mal kurz Pause. Kindesabstammung, bei Annahme schwaches Druckmittel. Wir probieren es mal. Erpressung abgelehnt. Ob nun aus fehlgeleitetem Stolz oder aus Angst vor größerer Vergeltung, Fürzerzbischof Gebhardt behauptet jedenfalls, dass ich nichts gegen ihn in der Hand hätte. Eine Drohung wurde ausgesprochen, von daher kann es nur eine Konsequenz geben. Wir decken das Geheimnis der Abstammung der Tochter von Bürgermeisterin Helika auf. Das machen wir. Ich habe keinerlei Beziehung zu diesem Erzbischof, ganz im Gegenteil. Langfristig suche ich ja die Konfrontation mit ihm. So. Wir lassen Belagerer zurück und werden uns jetzt hoffentlich zusammen mit den, ich nenne sie jetzt einfach so, mit den Italienern die Belagerung von Passau unterbrechen. Eine neue Tochter. Anna, finde ich einen guten Namen. Behalt mal bei. Belager. 24 Tage noch. Das wird eng. Werden wir nicht ganz schaffen, oder? Wie lange brauche ich noch? 16 Tage. Ah, nee, das schaffen wir nimmer. Dann drehen wir um. Ah, wir haben die Belagerung ja schon abgeschlossen. Dann können wir den Rest unserer Armee noch zuführen. Und die Italiener kommen auch. Bedeutet aber auch, wir können uns eigentlich weiterhin um Eschenlohe kümmern. Ne, Eschenlohe ist ein Schmarrn. Brauche ich ja nicht. Richtung Regensburg können wir schon mal ziehen. Habe ich jetzt die Schlacht verloren? Kurzinesen, weil die Italiener wieder zu spät gekommen sind. Na, vereinigen wir uns da mal mit denen. So. Ja, was wäre ich ohne meine Verbündeten? Nichts. Gut. Armeen zusammenfassen.
Dann gehen wir mal nach Regensburg. Den Hauptsitz hier von König Otto. Was rede ich denn? König Otto? Graf Otto. Er ist ja schließlich nur unser Graf. Und falls wir natürlich jetzt Regensburg hier belagern und einnehmen könnten, bekommen wir es trotzdem nicht. Wir bekommen nur Falkenstein, das ist unser Anspruch, den wir haben. Und die erste Armee für München. Wir haben unfassbar schlechte Heerführer. Tja, muss es der Bürgermeister Erich werden. Und Rüdiger ist an Verletzungen erlegen, der war in der Schlacht. Ah, nee, die Bürgermeisterin Helika lasse ich da nicht auf den Posten. Dann muss es... Puh, schwierig. Der Ratsverwalter. Dann wird unser Sohn der Ratsverwalter. Kann er sich schon mal die Sporen verdienen. Ich hoffe, dass wir mal irgendjemand an den Hof bekommen, der ein ordentlicher Militärführer ist. Gut, und Regensburg fällt in 4 Monaten. Unser Ratspitzel hat am Hof des Kaisers ein weiteres Geheimnis offenbart. Xitlava, Gast von Kaiser Heinrich. Bringt uns auch nicht weiter. Schade eigentlich, wir haben noch eine Aufgabe für unseren Ratsmarschall. Ah, der ist immer noch dabei, die Kontrolle in Eschenlohe herzustellen. Ich denke mal fast, wir könnten natürlich, das machen wir vielleicht, Passau wieder zurückerobern. Mehr Kontrolle in Falkenstein erhöhen, ja, Verbündete brauchen wir nicht. Kriege erklären. Aber den Krieg kann ich doch nicht erklären, oder doch? Nee, ich brauche ein Druckmittel gegen Kaiser Heinrich. Oder es müsste sich... Ist der im Krieg momentan? Nee. Da oben ist wieder einiges los. Wir können mal gucken, was ist denn hier? Königreich von Lothringen. Oberlothringen gegen Lothringen. Gut. Gott sei Dank müssen wir uns darum nicht kümmern. Das ist zu weit weg. Almerich, Bruder von Graf Otto, wurde von mir während der Belagerung als Geisel genommen und wir können den Krieg beenden. Dann machen wir das. Forderung erzwingen. Wir kerkern Graf... Jetzt müssen wir mal gucken, was passiert. Wir kerkern Graf Otto ein. Und da werde ich jetzt bestimmt noch das eine oder andere lernen. Ich mache mal die Geschwindigkeit langsamer. Der ist jetzt eingekerkert. Unsere Armeen können wir auflösen. So. Kann ich dem den Titel jetzt aberkennen, aus irgendeinem Grund? Grafschaft von Regensburg. Graf Otto ist bekanntermaßen ein Verbrecher, hat gegen mich rebelliert, sodass man seine Vasallen entziehen kann, ohne als Tyrann zu gelten. Ihr gebt euren Aberkennungsgrund gegen Graf Otto auf. Ja dann, Titel aberkennen. Jawohl. So ist es, so sei es. Und jetzt gehören... Nee, Falkenstein gehört noch nicht zu uns, aber Regensburg war mir wichtiger. Eschenlohe, Falkenstein, sehr gut. Genau das wollte ich haben und das machen wir jetzt auch. Hier ist die Entwicklung ist auf 15. In München ist sie auf die Entwicklung auf 12. Das heißt, wir werden jetzt hier unseren Hauptsitz, einen Reichssitz hierher verlegen. Und jetzt können wir uns dann darum kümmern, unseren Reichtum ein bisschen zu mehren. Da habe ich jetzt auch gar nichts dagegen, dass die anderen Vasallen des Kaiser Heinrichs des Vierten nichts großartig weiter gegen uns ausrichten können. Beeinflussung, ruchlose Intrigen. Mein Fürst, meine Vasallin, Bürgermeisterin Heilika hat alle Gespräche mit euch abgebrochen. Offenbar hat mein plötzliches Interesse und die vielen Briefe als Zeichen ruchlose Pläne interpretiert und ist offenbar der Meinung, dass ich ein Komplott gegen sie aushecke. Wisst ihr was? Die geht mir jetzt so langsam auf den Wecker, und zwar schon ziemlich lange. Ich kerker die jetzt ein.
Wir haben dich lange genug gedeckt. Titel aberkennen. Das Entziehen von Baronien gilt nicht als Tyrannei. Ich erkenne jetzt den Titel ab. Wir haben ständig Stress mit der Frau. Sie ist bekannt als Unzüchtige. Und jetzt reicht's. Seit Jahren muss ich mich mit der Helika rumdrücken. So, und was haben wir jetzt hier? Diplomatie-Schwerpunkt. Wohlüberlegt. Meinungszuwachs durch Geschenke schicken. Ich schaue jetzt mal ganz kurz. Flexibler Waffenstillstand. Ich habe da mal irgendwas gesehen, was, glaube ich, ganz hilfreich war. Eroberung von Herzogtümern. Ein Kriegsgrund, der es erlaubt, Grafschaften zu übernehmen, die man braucht, um einen ungeschaffenen Titel im Herzogsrang zu schaffen. Nee, ich suche etwas. Und zwar gab es irgendwas mit Befreunden, dass man autonome Grafschaften übernehmen kann. Defensive Verhandlungen. Erzwungenes Vasallentum, das ist es. Dieser Kriegsgrund erlaubt eine erzwungene Vasallisierung eines benachbarten, unabhängigen Herrschers mit niedrigerem Rang. In die Richtung gehe ich. Wohl überlegt, bringt uns Meinungszuwachs durch Geschenke 100%. Ich habe noch nie ein Geschenk verschickt, was aber auch daran liegt, dass es ziemlich teuer ist. Und ich würde fast sagen, wir gucken jetzt noch mal ganz kurz. Wir gucken uns ganz kurz bei unseren Vasallen um. Ja, Graf Otto ist natürlich nicht amused. Graf Bürgermeister Ulrich von Freising. Den werden wir jetzt mal beeinflussen, dass der eine positivere Meinung von uns hat. Da machen wir jetzt mal Pause, denn jetzt vor dem Ende der Folge noch mal einmal kurz durchschauen, ob wir noch irgendwelche wichtigen Gäste haben. Nee. Den Vasallen geht's gut. Wir sind Herzog von Bayern und wir werden jetzt die nächste Folge auf alle Fälle anfangen, unsere Besitztümer zu verbessern und auszubauen. Denn momentan kommt hier noch relativ wenig rein. Vor allem muss ich Eschenlohe mehr Kontrolle in der Gemeinde. Das wird noch ein bisschen dauern. Regensburg ist die Gemeindekontrolle natürlich auch auf Null runter. Muss ich auch was tun. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja. Donalds Herzog von Bayern. Sehr schön, hat geklappt. Jetzt müssen wir uns aber erstmal darum kümmern, dass es bei uns im Herzogtum erstmal wieder alles floriert, prosperiert und wir Geld einnehmen, die Bürger glücklich machen und genügend neue Gebäude, Äcker, Festungen, was auch immer. Muss mal gucken, was es alles gibt. In diesem Sinne wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat's euch, Servus.